Servus zusammen, es ist Freitagmorgen, wir haben den 10. November. Heute geht es hier um den Nasdaq, das hat mir gestern überhaupt nicht gefallen, was der Freund gemacht hat. Und irgendwann am Wochenende mache ich mal einen Film, es wird sich einiges hier ändern. Ich hoffe zu eurem Vorteil, beziehungsweise ich werde einen Film machen, in dem ich euch frage, was ich ändern kann, was euch mehr nutzt. Und ich hoffe, ich kriege das am Wochenende hin, wird auch nicht lange dauern. Ich habe da so ein paar Ideen. Hatte ich schon am Mittwoch bzw. am Donnerstagmorgen angesprochen. Aber jetzt gucken wir uns hier mal den Nasdaq an. Ich habe extra mal länger reingeholt, dass ihr wisst, woher diese Fibos hier kommen. Ja, die obere Begrenzung. Und hier unten, das ist vom Januar diesen Jahres. So, gehen wir mal näher ran an den Freund, weil das war gestern nicht so schön. Herr Paul hat wieder einen Spruch losgelassen. Ich möchte sagen, wir haben keinen Zinspeak. Von einem Zinspeak kann man erst sprechen, wenn die Zinsen irgendwann mal gesenkt werden. Ob sie das tun und vor allen Dingen wann, also da vermag ich keine Aussage zu treffen. Ich finde es nicht so, momentan davon zu sprechen, ist meines Erachtens nach zu früh. Okay, was hat er gemacht? Wir haben ja diesen Trendkanal, den hat er, wir haben heute Donnerstag, war Donnerstag, Mittwoch, Dienstag hat er den gebrochen und hängt dann gleich an diesem Widerstand, den wir haben vom 12.10. Ja, bei der 15.340, 45 rum. Ist er jetzt dreimal dran gescheitert, einmal, zweimal, dreimal, hat zum Schlusskurs nie nennenswert überboten. Wir sind im oberen Bereich der Bänder. Wir haben eine fulminante Rallye hinter uns, hier von 14.050 hoch bis zur 15.370 in ziemlich kurzer Zeit. Der gesamte Chart ist ziemlich löchrig und zersetzt von allen möglichen Gaps. Einmal hier, 14.920. Dann haben wir hier das nächste. Bei 14.661 und das Ding ist auch noch zu. Also das ist ein Haus, in das würde ich nicht einziehen. Sagen wir es mal so, richtig stabil ist es nicht. Sowas hier ist stabiler. Ja, aber das ist mir ein bisschen zu löchrig hier. Deswegen, ich mache es jetzt hier schon mal rein. Ich mache heute was, was ich kaum mache. Ich nenne nur Putz. Ja, ich sage auch gleich nochmal warum. Ich habe die hier schon mal reingelegt, aber nur, dass ihr die schon mal seht. Ich habe keinen Grund zur Annahme, dass ich hier irgendwie einen Call brauche. Zum Schein komme ich gleich nochmal. Was mir nicht gefällt ist, ja, wir sind hier drüber gegangen, fein. Wir haben das hier nicht geschafft, gefällt mir gar nicht. Ja, wie gesagt, dreimal nicht geschafft. Und da ist bei mir so der Bezugspunkt 15.340 mit Schlusskurs, um sagen zu können, wir haben dieses Niveau hier rausgenommen. Jetzt setzen wir gestern wieder auf diesem Trendkanal auf. Den habe ich also hier einmal, zweimal, dreimal schön Berührungspunkte und da setzen wir auf. Erstmal ein Back-to-Breakout. Aber das MACD wird weich. Ja, lang, kurz und wenn heute am Freitag und der Spruch Friday is High Day, der zieht genauso wenig bei mir wie Turnaround Tuesday. Das kann mal passieren, aber ich gebe da nicht mehr so viel drauf, muss ganz klar sagen. Zum nächsten haben wir hier ein erhebliches Abflachen auf sehr, sehr hohem Niveau über den Oszillator. Noch kein Verkaufssignal, das habe ich nicht. Aber jetzt gehe ich gleich mal auf die Stunde. Das hat mir nicht gefallen. Das ist jetzt der Stundenchart. Wir sind dann hier also hoch, zack, mal kurz runter. Und den Punkt hier haben wir unterboten. Der ist bei 15.216, 15.220. Den haben wir mit Schlusskurs unterboten. So, dann sagen, oh, die Bänder sind aber eng. Ich gucke nicht so auf die Stundenbänder. Das ist nicht so mein Ding. Also bei Bändern höre ich ja auf bei 4 Stunden. Ja, und am liebsten halt über den Tag. Aber das Interessante ist, dass wir halt hier rein vom Chart her durch sind. Das ist auch so eine Art kleines Doppeltop. Jetzt wird dieser Punkt hier auch, ich bin immer noch beim Stundenchart, wird wichtig, diese 15.057. Und das ist auch die 20er SMA auf Wochensicht, das ist genau der gleiche Punkt, 15.058. Das heißt, wenn der hier durchgehen sollte, und davon gehe ich eigentlich aus, dann haben wir auch die 20-Wochen-Linie auf geschlossen oder vielmehr unterboten. Ich gehe zurück zum Tag. Komm her. Los, du Schlurch. So. Aber ja, das gefällt mir gar nicht, aber ich brauche heute eine Bestätigung, dass das auch nochmal kurz ist. Wenn die kommt, sind wir nicht nur wieder in diesen Trendkanal rein, sondern dann habe ich als Ziel mindestens die 20-Tage-Linie, 14.800, beziehungsweise dieses Gap hier bei 14.670. Ich sehe keinen Grund, hier irgendwas zu kaufen.
Es sei denn, wir überbieten dieses Niveau hier bei 15.000, sagen wir mal dann, das wäre 460 mit Schlusskurs. Dann würde ich sagen, okay, dann haben wir aber gleich die nächste Welle hier vor uns, und die ist bei 15.610. Ich finde, der verbraucht sich, der hat hier einen super Weg gemacht, ja, der hat jedes Recht zu atmen. Und von den Zahlen her sind wir auch schon fast durch. Es kommt noch Nvidia am 21.11. Die anderen haben wir alle schon hinter uns. Mal waren sie besser, mal waren sie schlechter. Aber das ist nicht, da kommt nicht mehr allzu viel. So, also das gefällt mir, wie gesagt, gar nicht. Ich nenne nur Putz, und jetzt habe ich dazu folgenden Rat. Jetzt gehe ich hier nochmal rein. Ich habe ein 16.020er. Da sind wir hinter dem All-Time-High. Der hat aber auch schon einen Hebel von 18. Das ist keine kleine Option. Das ist der hier, die UH5 HPF. Ich habe aber einen, der ist ein bisschen heiser. 15.673. Da sind wir hier auch noch hinter diesem Zwischenhoch von Ende August bzw. Anfang September. Der bitzelt dann schon mehr mit dem 30er-Hebel. Das ist die UL68Y7. So, jetzt weiß ich, was kommt. Ah, kannst du nicht noch Scheine nennen, die es bei Scalable gibt? Angenommen, ihr habt, das ist jetzt der heisere Schein mit dem 30er-Hebel. Wenn ihr bei einer Bank seid, bei einem Broker, der diese Scheine in diesem Fall von der UBS nicht hat, dann geht bitte auf die Seite von gs.de, Goldman, gebt oben, das ist hier oben drüber, die Kennnummer ein. Und dann, jetzt zeige ich euch hier nochmal, da gibt es natürlich auch gleich einen Chart dazu. Dann könnt ihr hier runterrollen und dann seht ihr dann hier unten die Vergleichsscheine. Immer aufpassen auf das Bezugsverhältnis. Aber dann könnt ihr halt an euch ansuchen, okay, ich bin jetzt bei Scalable, und da gibt es halt nur drei verschiedene Emittenten. Dann nehme ich halt den hier oder den hier. Und dann gibt es dann auch noch die Trinkaus. Ja, dann könnt ihr euch die dementsprechend aussuchen. Die werden direkt nebeneinander gestellt. Das sind alles dann ähnliche Scheine mit einer ähnlichen Basis. Das ist nur als Tipp. Das mache ich jetzt mal wieder raus. Wie gesagt, es ist selten, dass ich nur Putz nenne, aber ich sehe hier überhaupt keinen Grund, warum ich hier einen Call kaufen soll. Und jetzt ist es die Frage der Geschwindigkeit. Nehmen wir die 20-Tage-Linie schnell, sprich heute, spätestens Montag, dann fängt es erst an zu fallen. Da muss ich auch davon ausrechnen, dass wir die untere Kante bzw. die 200-Tage-Linie wieder sehen. So weit möchte ich jetzt nicht gehen. Im Moment denke ich nur, nach dieser Bewegung hat sich der Markt jedes Atmen verdient, und das sollte reinfallen in die Mitte der Bänder. Und nochmal, also am Wochenende versuche ich so einen Film zu machen, wo ich euch dann verschiedene Ideen vorstelle. Da könnt ihr dann Spruch zu loslassen. Nasdaq gehört dazu. Und ich überlege also auch, ich muss mal mit ein paar Leuten sprechen, wie das geht, dass man über YouTube so vielleicht einmal im Monat so eine Live-Analyse macht. Muss ich mal gucken. Ich weiß nicht, wie das geht. Muss mich mal informieren. Das ist also auch so eine Idee. In diesem Sinne wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.